ausschlaglos ist. Das ist einer der erstaunlichsten und wichtigsten Ergebnisse der Physik. Das bedeutet, dass Licht selbst das elektromagnetische Feld aus dem elektromagnetischen Feld besteht. Eine Sache, bevor wir zum Allgemeinlösung kommen. Wir haben gestern die Lösung so aufgeschrieben, mit Hilfe von zwei konstanten Vektoren, E0 und E0. Wir haben auch eine Reihe von zusätzlichen Bedingungen abgeleitet. Heute werde ich einfach kurz die komplexe Schreibweise erklären. Man kann genau, wie ich gestern erklärt habe, solche sinusförmige Lösungen mit Hilfe der Eulerschen Regel darstellen. Das heißt, wir können äquivalent analog folgenden Lösungen einführen. Wobei statt Cosinus haben wir die Exponentialfunktion. Aber diese Darstellung erlaubt uns, die Basis zu kriegen, zu fassen, dass diese konstanten Vektorvorfaktor verschwinden. Wir können diese beiden Lösungen ein, wobei E und B jetzt komplex Thank you.
Schiebemann ist. Wir setzen jetzt diese Darstellung ein und erhalten diese Gleichung. Wir haben die Divergenz des Gradienten, der Divergenz der Gradienten eines Vektors. Das ist nichts anderes als der Basisoperator. Thank you.
Informationen.